Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir gesehen, wie Schneckenmark, also Reptane, ich weiß, einige von euch finden es nicht witzig, aber ich finde es halt witzig, weil es halt eine Anlehnung ist an ein anderes Let's Play von Sushimaru und leckt mich. Schneckenmark hat das Zahnrad der Zeit gestohlen. Vielen Dank für eure Hilfe bei den Ermittlungen. Vesprit steht jetzt unter unserem Schutz, wir garantieren für seine Sicherheit. Wir konzentrieren unsere gesamte Energie auf die Suche nach Schneckenmark. Wenn ihr euch irgendwelche für den Fall relevanten Informationen zu Ohren kommen, sagt uns Bescheid. Wir müssen diesen Verbrecher mit vereinten Kräften zur Rechenschaft ziehen. Das ist alles. Nun entschuldigt uns. So was aber auch. Ich staune nicht schlecht. Es gab also tief unter der Nordflüsse einen See und dort gab es auch noch ein Zahnrad der Zeit. Genau, was wir mit Zahnrad der Zeit angeht, Reptan hat es uns gestohlen. Wir haben es nicht einmal geschafft, den Anger aufzuhalten. Letztendlich ist das so, als hätten wir gar nichts gemacht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Nein, wirklich nicht. Ihr habt tolle Arbeit geleistet. Hey, das finde ich auch. Den Wurmwagen kann stolz auf sich sein. Aber was wirklich schade ist, hey, wir haben keinen blassen Schimmer, was nächstes tun sollen, oder? Hey, wie, wenn wir nur einen Hinweis hätten. Da muss ich zustimmen. Wo wird das Schneckenmark als nächstes zuschlagen? Wir wissen es einfach nicht. Zu schade, dass es dass er entkommen ist, dass die Chance da war, ihn zu fangen. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht auch nicht. Nicht unbedingt. Zwirfenst. Es gibt eine Hinweise. Zeit war im Nebelsee und das wurde von Zell bewacht, oder? War das von Untergrundsee, von Vesprit bewacht? Sie hat mich daran, dass Vesprit etwas Interessantes erzählt hat. Vesprit wusste, dass das Zahnrad der Zeit im Nebelsee gestohlen wurde. Zell hat es per Telepathie gewarnt. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Ich hätte es wissen sollen. Es gibt nur eine Urteillegende. Von Zell sagt man, es sei das Wissenwesen. Wissende Wesen, von Vesprit sei es das fühlende Wesen. Das sind drei Pokémon, die die spirituelle Welt repräsentieren. Die Welt im Gleichgewicht halten. Drei? Wir sprachen von Selfe und Vesprit. Also gibt es noch ein drittes Pokémon? Ja, das dritte Teil des Trios, Tobutz, ist als starke Wesen bekannt. Selfe und Vesprit haben beide Zahnräder der Zeit bewacht. Also wird Tobutz womöglich auch ein Zahnräder der Zeit bewachen. Oh, ich verstehe. Könnten wir Tobutz finden, dann könnten wir vielleicht ein weiteres Zahnräder der Zeit finden. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass er die Rap Schneckenmark auftaut. Genau. Diese drei Pokémon, Selfe, Vesprit und Tobutz, sie sollten alle drei an Seen leben. Tatsächlich wurden Selfe und Vesprit auch an Seen angetroffen. Daher glaube ich, dass Tobutz auch an einen See aufhält. Vergesst mir Folgendes nicht. Der See, an dem Selfe lebt, liegt auf einem hochgelegenen Plateau. Der See, der an Vesprit lebt, liegt in einer Wüste versteckt. Im Fernbild befinden sich die Seen an ungewöhnlichen Orten. Der See, der Tobutz lebt, wird irgendwo sein, wo wir ihn am wenigsten erwarten. Jetzt verstehe ich! Du meinst, wir sollten so suchen, wo man normalerweise kein Wasser erwarten würde. Sowas aber auch. Deine Weisheit ist wirklich beeindruckend, Zwirfinst. Meine Wohnung ist größer denn je. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist nicht der Rede wert. Oh doch, ich bewundere auch. Du warst ja der zuerst Seite, der uns zur Notwüste geführt hat. Wie sie ausgestattet lag, da in der Wüste ein Zahn der Zeit. Die Vermutungen, Zwirfinst, sind voll und ganz korrekt. Oh, ich muss es an einen Ort denken, in dem wir suchten. Die östlichen Wälder und Kristallhöhle. Dort haben vielleicht noch das ein oder andere Geheimnis vor uns versteckt. Ah, ich habe eine Idee. Beniza. Jawohl, ja, ich wurde gerufen. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Bitte. Der Kristall, den du kurz hier gefunden hast, darf ich ihn mir kurz ausleihen? Mein Kristall? Nein, wirklich nicht. Das ist mein kostbarer Schatz. Jawohl, ja. Natürlich. Ich versichere dir, wir werden ihn nicht wegnehmen oder irgendwas dergleichen. Und nun, Ricky, gibt etwas, das ich dich bitten will, Ricky. Bitte berühre den Kristall von Beniza. Was? Ich soll den Kristall anfassen? Wenn die Kristallhöhle noch ein Geheimnis birgt und wenn Ricky den Kristall berührt, dann wird er vielleicht dimensionalen Schrei ausgelöst. Vielleicht wird er von der Mission ausgelöst. Ich verstehe. Okay. Er denkt also, wenn ich das Kristall berühre, bekomme ich den dimensionalen Schrei. Ist gar nicht mal so dumm. Ich verstehe, darum geht es also. Dimensionaler Schrei? Was ist das? Das ist eine besondere Fähigkeit von Ricky. Manchmal, wenn Ricky etwas berührt, dann hat Ricky eine Vision, das ist ein Ereignis aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Ah, aua, ja, wirklich? Hey, das ist eine Fähigkeit. Gibt es wirklich? Wegen dieser Fähigkeit von Ricky will der Kristall unbedingt ausleihen. Bitte leihst du ihn uns. Okay, so einer Begründung kann ich nicht Nein sagen. Wie das erreicht, Ricky, den Kristall. Dieser Kristall, was wird er mir zeigen? Also sieh mir zu, ich weiß nicht, ob er sehen wird, aber ich muss mich konzentrieren. Nun, Ricky? Es geht los. Schwindelgefühl kommt. Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals.
Das war Rap. Das war Schneckmark. Versuch, an Zahn der Zeit zu stehen. Das war noch ein anderes Pokémon. War es Tobuts? Wie auch immer. Sie kriegt seine Version darauf hervorgerufen. Hast du etwas gesehen, Ricky? Ich beschreibe die Vision, die er dem Monarchschrei offenbart hat. Was? Du hast gesehen, wie Schneckmann ein Pokémon überwältigt hat? Ein Pokémon, das du noch nie gesehen hast? Hat er versucht, ein Zahn der Zeit zu stehen? Oh, wow, deine Fähigkeit ist wirklich beeindruckend. Donnerwetter, wie hast du das denn alles gesehen? Ich kann mir das alles kaum vorstellen. Hey, Ricky, weiß Pokémon so bekannt, das vielleicht Tobuts? Ich habe auch eine Frage an Ricky. Hast du die Vergangenheit gesehen, Ricky, oder ist etwas, das in der Zukunft geschehen wird? Wenn ich darüber nachdenke, wir sind aus der Vergangenheit, wir sind aus der Zukunft, ist mir nie klar, was meine Visionen zeigen. Ist also nicht sicher, ob du Vergangenheit oder die Zukunft gesehen hast? Tja, man kann also unbedingt sagen, ob die Vision der Zukunft oder die Vergangenheit zeigt. Die Vision von Ricky kann demnach auch aus der Vergangenheit sein. In diesem Fall wurde Zahn der Zeit vielleicht schon gestohlen. Ah, meinst du es vermutlich, dass es schon zu spät kommt? Seid bitte alle kurz still. Ja, es ist wahr, dass die Vision aus der Vergangenheit kommen könnte, aber es könnte auch eine Vision aus der Zukunft sein. Bist du so nett, dann erinnerst du dich daran, dass Vesprit gesagt hat? Wer hat Vesprit per Telepathie mitgeteilt, dass Zahn der Zeit gestohlen wurde? Wenn ich mich nicht recht erinnere, war es Selfie nicht. Wow, Flashback jetzt dafür. Nope, das lese ich natürlich nicht vor. Ja, ist ganz richtig. Aber Tobuts. Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Der Name Tobuts ist mir neu. Ich habe erst von dir erfahren. Dann gibt es noch eine Chance. Wenn hätte Vesper gesagt, dass ich Tobuts von den gestohlenen Zahn der Zeit erfahren habe, dann käme dieser normale Schrei von Ricky mit Sicherheit aus der Vergangenheit. Aber das hat es nicht gesagt. Vesper hat Tobuts nicht erwähnt. Ist das möglich, dass das Ereignis erst in Zukunft geschieht? Ich verstehe. Das ist noch eine Sache, und die ist ganz eindeutig. Der Kristall hat bei Ricky seinen Schrei bewirkt. Die Vision deutet auf die Präsenz des Zahn der Zeit hin. Das heißt, vielleicht ist das, was wir suchen, in der Kristallhöhle. Vielleicht gibt es dort einen Durchgang, der Zahn der Zeit führt. Ja, vielleicht ist es dort. Natürlich könnte es sein, dass wir schon zu spät kommen, aber wir haben doch noch Zeit. Sondern die Chance besteht, dürfen wir nicht aufgeben. Es ist die einzige Möglichkeit. Hey, absolut richtig. Wir haben keine andere Wahl, wir müssen alles auf die Karte setzen. Gut, kombiniert, Zwirfins, jawohl ja. Oh, ich platze gleich vor Aufregung. Los, Leute, lasst uns die Kristallhöhle durchsuchen. Zwirfins, wir können jetzt nur eines tun, jetzt zu zweit die Kristallhöhle erkunden. Gehen wir, die ganze Gilde soll teilnehmen, auf zur Kristallhöhle. Gildenmeister, erinnere uns an unsere Pflicht und führe uns an. Gildenmeister? Gildenmeister? Gildenmeister, hörst du uns? Huch? Hey, ist das ein Scherz? Nein, ich glaube, er... Er schläft tief und fest, mit offenen Augen, Igitt. Der Gildenmeister ist so charmant, so... Was glaubt ihr, wie lange er schon schläft? Glaubt ihr, er vielleicht schon die ganze Zeit schläft? Oder es kann einfach nicht jeder können merken, dass der Gildenmeister schläft. Ich muss ihn irgendwie wecken. Gildenmeister, Gildenmeister! Gildenmeister! Hottergei! Ja, Gildenmeister. Ich meine, ja, Gildenmeister. Er muss kurz was gehabt. Pokémon, wir machen uns auf die Jagd nach Schneckmark. Luffy! Hurra! Gehen wir zur Kristallhöhle! Hey, irgendwo dort muss es ein Geheimnis geben. Machen wir uns an die Arbeit, lass uns suchen! Ich würde auf das Kristallhöhle zurückleiten. Lass uns alle unser Bestmögliches tun. Hurra! Wow, 8 Minuten lang jetzt nur Kontext. Machen wir uns auf den Weg, Ricky. Auf zur Kristallhöhle. Wow, so viel gerade ins Gesicht bekommen an Story, dass wir einfach noch nichts vom Spiel gesehen haben. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, Parasuk, ne, hier. Pilop, Piloep. Möchte mitnehmen. Jupp. Nope. So, okay. Gehen wir nochmal in die Stadt. Und schauen uns da nochmal um, bereiten uns vor. Und dann gehen wir da schon mal Richtung Kristall. War doch mal eine Kristallhöhle, ne? Oder? Ich kann sich bei Horny was kommen. Ja. Und zwar Rutenschlag mit. Ja, linken. Rutenschlag mit Stampfer. Und bei mir möchte ich. Kreideschrei mit Biss. Linken. Gut. Dann möchte ich ganz gerne gerade schreiben. Das. Pilop gibt es auch noch was. Attacke. Nope. Okay.
Habe ich jetzt genug, Ricky? Habe ich das jetzt gemacht? Also ist das jetzt... Ist das jetzt gelingt alles? Muss ich alles fixieren noch. Das habe ich nicht vergessen gleich. Also Belebersamen. Du hast sogar 3 Belebersamen heute zu kaufen. Nice. Yep, 1 möchte ich haben. Aber natürlich... Ach, genau. Ich könnte ja nicht mal ein paar Samen verkaufen. Verkaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Spezialband. Das EP-Band kann weg. Jupp. Kaufen. Düpp. Jupp. Lagern. Eins, zwei, drei. Aber ein Belebersamen wird das heute reichen. Lagern. Jupp. Jupp. Ich brauche ein paar Sinebären. Habe ich Sinebären im Lager? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht im Lager. Okay. Sollte reichen. Nope. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Part halt nur Story gehabt, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Pokémon Mystery Dungeon. Dann gehen wir in die Kristallhöhle. Bis dahin. Tschüss.